KinoCast. Genau, beißt du mal von deiner Donauwelle ab und mittlerweile können wir die Sendung starten. Hallo und herzlich willkommen hier zur neuen Sendung vom KinoCast. Immer noch aus dem Home-Kino, aber bald im richtigen, hoffe ich. Ich hoffe, sie hat jetzt hintergekaut. Hallo, Kate. Hallo. Ja, hallo, Chris. Noch nicht ganz. Oh, wie unprofessionell. Einen wunderschönen guten Tag, hallo. Habe extra noch einen kleinen Einschub gemacht. Ja, hallo, auch von meiner Seite. Das ist gar nicht unprofessionell, wenn die Hörer wüssten, was ich esse. Das ist nahbar, würde ich sagen, für die Hörerinnen und Hörer, ja. Das genau. Ist ein Donauwellen-Muffin. Okay. Wir haben ein paar Filme mitgebracht und Serien und über die sprechen wir doch mal. Die Sneak Preview der Woche, die Home Sneak Preview, war der Film The Block Island Sound, der auf Netflix mal eine Zeit lang häufiger mal angekündigt wurde bei mir auf der Startseite und so, nach dem Motto, das könnte gefallen und so. Und da habe ich gedacht, ja, dann trage ich das mal mit in die Liste ein. Und in The Block Island Sound geht es darum, dass eine Frau, Audrey, die kommt irgendwie zurück in ihre alte Heimat, Block Island, und das liegt so an der Küste. Und ihr Vater, der lebt dort schon lange Zeit und der ist aber irgendwie, ja, ein bisschen komisch drauf. Also nicht mehr so, wie sie ihn kennt, sondern irgendwie ein bisschen anders. Und sie denkt, er hat auch irgendwelche Halluzinationen. Der ganze Film beginnt auch damit, dass so ein paar Seeleute auf so einem Boot sind und dann passiert was ganz Seltsames. Und ja, zusammen mit ihrem Bruder Harry versucht sie dann da so ein bisschen zu ermitteln, was da nun eigentlich abgeht in dieser Küstenstadt, wo immer seltsame Sachen passieren. Zumal dann auch ihr Bruder auch immer mehr irgendwie ganz seltsam wird, so am Rad dreht und ja, man hört dann auch immer so komische Geräusche, also wir als Zuhörer, wahrscheinlich die Leute dort nicht. Und ja, ganz komisch. Also spielt in den USA, Rhode Island, und hat so viel mit Seefahrt zu tun. Man fährt halt immer so raus auf See und geht da angeln und sowas. Und ist alles sehr, sehr mysteriös. Und man fragt sich wirklich die ganze Zeit, was ist da, worum geht's da, was da passiert. So ähnlich wie beim Weißen Hai, wo man auch ewig den Hai eigentlich gar nicht sieht und so. Hier sieht man auch ewig nicht, um was es da eigentlich geht. Warum hat jetzt der Mann irgendwelche Blackouts und später dann auch der Sohn? Und warum fahren die immer raus auf See und können sich nicht mehr erinnern, was da passiert ist? Und warum machen die komische Dinge und sterben Fische? Ja, warum regnet es tote Vögel, die mit dem Kopf in den Strand reingespießt sind dann, und alles sehr, sehr mysteriös. Wir können es natürlich jetzt nicht verraten, um was es da eigentlich geht. War eigentlich sehr, weiß nicht, im Kino hätte der vielleicht anders gewirkt, der Film. Vielleicht war es auch so dieser Heimkino-Effekt. Also mich hat er nicht ganz so gepackt, wie ich erhofft hatte. Ich mag eigentlich solche Mystery-Sachen, die nicht gleich so auf banale Schockeffekte setzen. Also, dass jemand, was weiß ich, in den Spiegel guckt, dann in den Spiegel rumklappt, plötzlich ist da jemand, bäm, erschrecken, jemand macht die Tür auf, irgendwas passiert, so. Das mag ich ja nicht so, sondern hier ist es eher so subtil, aber es ist halt einfach die ganze Zeit so, es zieht sich so lange hin und ist so auf so einer Psycho-Ebene, die mich irgendwie nicht ganz so mitgenommen hat. Ich weiß nicht, wie es euch da ging. Also ich muss sagen, mir hat der Film gut gefallen. Ich fand den von Anfang an irgendwie interessant. Also das liegt vielleicht auch daran, dass ich die Hauptdarstellerin schon kannte und mochte. Und ich fand es halt so mega spannend, weil man weiß nicht, wusste die ganze Zeit nicht genau, was passiert da. Dreht der einfach nur hohle? Oder ist da irgendeine mysteriöse Kraft am Werk? Oder ist es die Insel selber? Und ich weiß nicht, ich fand das irgendwie, also ich wollte unbedingt wissen, was da los ist und wie das weitergeht. Und der Psycho-Vater, den fand ich irgendwie geil gespielt, muss ich sagen. Das stimmt. Der hat mir echt Angst gemacht ein bisschen. Und das dann nach und nach, was dem Sohn dann auch zustößt, das ist auch so, ja, ich weiß nicht, das ist mega, also ich fand es mega gruselig auf diese mysteriöse Art und Weise. Und grundsätzlich hat der Film mir gut gefallen. Ja.
Ich muss etwas schmunzeln, weil jetzt haben wir ein, so wie ein Sandwich jetzt gerade. Kate findet ihn gut, Erik fand ihn nicht so gut. Ich fand ihn ganz schlimm eigentlich irgendwie. Weil ich zum einen die Story relativ Banane fand. Ich fand es relativ mies geschauspielert, bis auf den Opa, auf den älteren Herrn, der halt mit seinem bloßen Aussehen für Schauermomente sorgte und aber auch mehr nicht können musste. Und ich fand's super hölzern einfach dargestellt alles und mega unglaubwürdig und nee, hat mich zu keiner Zeit abgeholt, also wirklich überhaupt nicht. Es war für mich eher so, ja, okay. Ich war zwischenzeitlich auf der Toilette, kam dann wieder und wusste genau, was passiert ist, ohne es gesehen zu haben. Und das ist halt schon ein bisschen traurig dann. Wo wir eigentlich punktemäßig so relativ nah beisammen liegen, aber ja. Es war jetzt halt ja kein Vollscheiß, aber... Das stimmt. Ich fand schon, also ganz okay fand ich ihn schon, aber der hat viel Potenzial irgendwie verschenkt gehabt, fand ich da. Also ich mochte es sehr, diese Stimmung, die so konsequent sich durchgezogen hat, von diesem mysteriös, um was geht's da, auch mit diesem, ja, mit dieser Anfangssequenz, die schon mal so ein bisschen die Stimmung des Films eingeläutet hat, bis dann eben über diese Psychothemen, wo der Typ dann immer mehr abdreht, was dann auch auf den Sohn übergeht und so. Das mochte ich eigentlich ganz gern, aber irgendwie hat mir da noch ein bisschen was gefehlt in dem Film, um mich richtig zu catchen. Ja, da. Schauspielerisches Talent vielleicht. Ja, gut, da, ja. Nein, ich möchte ja niemandem das Talent absprechen. Also, das wäre jetzt arg hart oder arg gemein, aber... Ja, in so kleineren Produktionen, ich meine, da kann man schon mal über Sachen hinwegsehen, so was schauspielerische Leistung angeht, aber ja. Was mir halt zum Schluss noch richtig gut gefallen hat, war diese Art Erklärung, die es gab. Weil, wo dann einfach die Worte nochmal wiederholt wurden, die Hauptdarstellerin am Anfang, Mitte im Film zu ihrer Tochter sagt. Mhm. Und ich saß dann da und hab das gehört und dachte, ja, ist eigentlich genau so. Ja. Ja. Wenn man ihre Erklärung sieht, was mit den Fischen, was sie mit Fischen oder mit als Meeresbiologin macht, ist genau das ja im Film quasi auch dargestellt. Und das fand ich wiederum eine sehr, sehr spannende Ansicht auf diese ganzen Geschehnisse. Das hat mir gut gefallen. Vorsicht sein, jetzt bewegen wir uns auf spoilergefährdeten Terrain hier. Darf ich nichts mehr weiter sagen. Ja, aber ja, die Erklärung fand ich auch noch ganz nett. Ich hätte es aber dann doch vielleicht ein bisschen anders umgesetzt. Dann irgendwie hat mir so der entscheidende Punkt gefehlt, wo ich gesagt habe, okay, das bringt mich dazu, diesen Film vielleicht irgendwann nochmal zu gucken oder so. Aber ja, gut, in The Sneak, was soll man da? Da haben wir schon einen größeren Scheiß gesehen. Ne? Also der war schon ganz gut hier. Deswegen, von mir bekommt dieser Film 6 von 10 Punkten. Wie liegt ihr da so, Kate? Ich gebe ihm 7,5. Ich bin bei stolzen 5, ja, aber das ist schon sehr, sehr nett bewertet. Also, wenn ihr euch euer eigenes Bild davon machen wollt, dann könnt ihr das tun. Gibt's auf Netflix, heißt The Block Island Sound, Kategorie Mystery. Und ja, vielleicht findet ihr es ja richtig gut oder richtig schlecht, keine Ahnung. Was gucken wir denn nächste Woche, Kate? Nächste Woche befinden wir uns wieder auf Netflix und da schauen wir den Film Awake. Mhm. Habe ich schon Gutes gehört davon. Ja, ich auch. Und der Trailer kommt mir auch immer häufiger unter. Ich bin gespannt. Und für die Woche drauf haben wir uns auch schon einen Film ausgesucht. Und da lautet der Tipp Annyeong Haseyo. Okay. Tja. Was das wohl ist. Schauen wir. Also wir haben noch ein paar auf der Liste. Es wird ja wahrscheinlich dann irgendwann demnächst möglich sein, wieder ins Kino zu gehen. Übrigens hier in Kornwestheim, das Kino hat schon auf, ne? Also ich sag's nur. das wundert mich. Ich dachte, alle Kinos dürfen erst ab 1. Juli, aber anscheinend gibt's manche, die schon jetzt aufhaben. Vielleicht hat es auch mit der Größe des Kinos zu tun? Das kann auch sein, dass sie vielleicht in der Innenstadt erstmal ein bisschen hochfahren müssen. Die müssen erstmal wieder Aushilfskräfte studentisch und so finden und so. Die haben wahrscheinlich mittlerweile sich auch was anderes gesucht.
Ja, nee, aber die zeigen keine neuen Filme, die zeigen erstmal so die Oscar. Die haben immer Werbung hier, Nomadland und so. Hm. Genau. Aber ich gehe erstmal noch nicht ins Kino. Und ja, wir haben noch ein bisschen was auf der Liste, die wir abarbeiten können für die nächsten Wochen. Ansonsten, wenn ihr schon in die Sneak gehen könnt, werde ich die weiter verfolgen, die Liste, und mir irgendwelchen Quatsch im Heimkino angucken. Apropos Heimkino, da habe ich was gesehen. Heimkino. Ich habe sogar noch mehr Sachen gesehen, aber über den anderen sprechen wir nächste Woche, wenn ihr den auch gesehen habt. Ich habe gesehen They Want Me Dead. Da gab es ja auch so eine, der war ja auch so einer dieser Filme, wo gesagt wurde, die haben auf Sky ihre Premiere, der sollte eigentlich ins Kino kommen. In den USA lief der im Kino, wie letztens auch dieser andere Film. Und den habe ich mir mal, oder habe ich mal in den Anfang reingeschaut, fand ich eigentlich ganz cool und habe den weitergeschaut. Ist ein neuer Film mit Angelina Jolie und Regie hat geführt Taylor Sheridan. Sagt euch der Name was? Ja. Also den hatten wir zum Beispiel, ja. Oscar, also der hat zum Beispiel viele Bücher geschrieben, zum Beispiel für Hell or High Water, da war auch für einen Oscar nominiert, Sicario 2 hat er das Buch geschrieben. Dann hat er selber auch schon Filme gedreht. Und hat da zum Beispiel Wind River gedreht, den wir in der Sneak Preview hatten, den ich ziemlich gut fand. Ah. Und nachdem ich nämlich das gelesen hatte am Anfang, dachte ich, okay, ich dachte jetzt, es ist wieder nur Just Another Angelina Jolie Movie, aber dachte ich, okay, wenn Taylor Sheridan dahinter steckt, dann kann das nicht so ein einfaches Ding sein, hier wie Salt oder irgend sowas. Und die Story klang irgendwie so ein bisschen wie No Way Out, falls ihr euch noch was sagt, mit diesen, wo diese Feuersbrunst da herrscht und so. Mhm. Hier ist es so, Angelina Jolie ist eine Firefighterin, wie heißt es, Feuerwehrfrau, so. ich habe mal auf Englisch geguckt. eine Feuerwehrfrau und die hat aber ein traumatisches Erlebnis zu verarbeiten, denn bei so einem schlimmen Waldbrand, ihr kennt das vielleicht aus diesem anderen Film, da gab es diese Szene, wo die sich mit solchen Isolationsdecken bedeckt haben und die Feuersbrunst über sich hinwegziehen lassen haben. Und da ist es hier so, die Einheit von ihr, die sie befehligt, macht sich da gerade bereit, das zu tun. Und sie sieht aber kurz bevor sie sich da einigeln, sieht sie so ein paar Kinder. Und ja, sie sagt dann, okay, wir können die nicht retten und ja, gibt die quasi den Flammenpreis und sie sorgt halt eher dafür, dass sich ihr Squad da einigelt, dass die das überleben. Und diese Last, diese Bürde hat sie noch eine Weile mit sich rumzuschleppen und sie ist erstmal auch überhaupt nicht mehr im Einsatz und ist stattdessen so eine Feuerbeobachterin. Da gibt es solche Aussichtstürme, so ähnlich wie bei Fallout 76, da gibt es ja auch mal diese Aussichtstürme, so mitten im Wald, so ein großer Hochstand, der über den ganzen Baumwipfeln ist, wo dann so Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner einfach beobachten, gerade in der heißen Zeit, wenn viele Brände passieren, ob dann irgendwo sich ein Brand entwickelt. Und parallel dazu gibt es eine Geschichte, dass so ein paar Killer unterwegs sind. Der eine wird gespielt von, jetzt komme ich nicht auf den Namen, den kennt aber die Kate auf jeden Fall. Niklas Holt. Genau, Niklas Holt. Der spielt mit und der andere, der etwas ältere Killer, der ist auch ein ziemlich bekannter Darsteller, auf den komme ich auch gerade nicht. Jedenfalls ziehen die so eine ziemliche Blutspur hinter sich her, bringen da so ein paar Zeugen um und einer von diesen Zeugen, so ein Buchhalter, flüchtet mit seinem Sohn, aber rechtzeitig und die wollen dieses Wissen, was sie haben, wollen sie an die Presse geben, damit den Leuten da, den bösen Gangstern, das Handwerk gelegt wird. Und natürlich sind diese Killer ihm auf dem Weg und er hat auch telefoniert und das finden sie raus, mit wem er telefoniert hat. Er ist also unterwegs zu seinem Schwager und der ist halt da in dieser Gegend, so Marshall und so, dass sich dann alles irgendwie so in diesen Wäldern da trifft und ich will es nicht zu viel verraten, letztendlich ist es so, dass Angelina Jolie, auf die kommt dann dieses kleine Kind zu, was dann geflüchtet ist, weil da was passiert ist und sie muss dann halt sich mit dem kleinen Jungen durchschlagen, dann gibt es natürlich auch noch einen Brand, der dann dort entsteht und dann verdichtet sich die Szenerie sehr stark und ich mochte den Film eigentlich sehr gerne, also der hat viel mehr als was man jetzt eigentlich so erzählen kann, es ist zum einen eine schöne
Pulp-Gangster-Novel von irgendwelchen Killern, die unterwegs sind und jemanden suchen, der flüchtet und parallel diese andere Geschichte mit diesem stimmungsverstärkenden Effekt, weil dann die Gangster, die legen dann nämlich ein Feuer, um die dort rauszutreiben. Und das Feuer greift aber um sich und Angelina Jolie nur als ehemalige Feuerwehrfrau, sie weiß, was sie da tun muss und so. Ich fand den eigentlich echt ganz gelungen und ich habe ihn auch mittlerweile schon nochmal geguckt, dann hatte ich nochmal auf Deutsch nebenbei ein bisschen laufen gehabt und habe dann noch wirklich nochmal so fast die Hälfte von dem Film nochmal intensiv geguckt und ich mag den, wie der gedreht ist, selbst die schauspielerische Leistung war ganz okay. Und also von Angelina Jolie sogar. Und die anderen waren auch eigentlich sehr, sehr gut, fand ich. Also ich mochte auch die Nebendarsteller. Würde ich euch mal empfehlen, guckt da mal rein, wenn ihr den mal erwischt. Auf Sky läuft der ja. Ist doch ein bisschen mehr drin, als man so denkt, wenn man die Story liest. Ja, was mich jetzt nur mal wieder wundert, ist der Titel. Warum wurde denn der Titel geändert? Weil im Original heißt der ja nicht so. Das weiß ich nicht. Im Original heißt er nämlich Those Who Wish Me Dead. Warum ändert man denn einen englischen Titel in einen englischen Titel? Vielleicht für deutsche Ohren zu schwierig. Ja, aber ist doch scheiße. Sie wollen mich tot sehen. Ja, ich werde mal reingucken, allein wegen John Bernthal, Nicholas Holt und Aidan Gillen. Die finde ich alle drei ganz nice. Ich guck mal ganz kurz, wer derjenige war, der andere Killer, den ich auch so gut fand. Wahrscheinlich Aidan Gillen, oder? Ja, warte mal. Ja, genau, Aidan Gillen. Ja, der von Game of Thrones. Ja, der hat das auch mit so einer ganz suffisanten Art. Also die haben sich dann auch immer verkleidet. Mal sind sie irgendwie als Polizisten unterwegs gewesen und man wusste lange nicht, was steckt da überhaupt dahinter, was haben die für eine Agenda, ja, was, die zwei, die gehen immer rum, bringen Leute um und ich mochte den sehr. Ach, der ist ein Ire aus Dublin, sehe ich hier gerade, sehr gut. Also fand ich echt gut, war eine schöne Gangstergeschichte. Es war jetzt nicht so tiefgründig wie Wind River, nicht so extrem packend wie Hell or High Water, sondern eine schöne Gangstergeschichte, die ein bisschen leichten Tiefgang hatte und auch eine knackige Länge, also nicht jetzt so, wie man sonst so kennt, diese ewig langen Dinger, die wir zuletzt immer hatten, sondern hatte so eine halbwegs normale Länge, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Hier sehe ich gerade keine Spielzeit. Warte mal, was steht hier? 1 Stunde 40, ja. Also muss ich mich halt überwinden. Ich mag nämlich Angelina Jolie nicht. Ging mir genauso. Ich dachte, Angelina Jolie und so, puh. Aber ja, ich fand es ganz gelungen. Dadurch, dass die anderen haben das wieder aufgewogen, diese anderen Geschichten, die da mit drinstecken. Und hat IMDb 6,0 von 10. Ich gebe dem ein bisschen mehr. Ich würde 7 von 10 geben. Mache ich jetzt gleich. So, Klick und fertig. So viel. Ja, ich fand den gelungen. Ich mag das. Auch die Art, wie das erzählt ist. Dann sah auch alles so ein bisschen aus wie bei Fallout und so. Ich glaube, es ist nicht West Virginia, aber es sah irgendwie so aus mit diesen Dingern da. Achso, ich habe 7,5 hier drin. Ich lasse mal 7,5, genau. Hat mir echt gut gefallen. Dann sind wir eigentlich schon im Bereich von Serien oder hat von euch jemand, ich habe doch einige News und Trailer, haben wir da irgendwas? Jetzt gibt es ja wieder ein bisschen was. Habt ihr da was? Ansonsten springen wir gleich zu den Serien. Nix. Na, machen wir Serien. Nö! Serien. Ihr habt Loki schon geguckt. Erzählt mal. Chris, ja, Loki. Da, nicht so viel. Nicht alle auf einmal. Loki ist, also Tom Hiddleston ist zurück als Loki auf Disney Plus in der brandneuen Serie mit dem schönen Namen Loki. Und die Serie steigt in dem Moment ein, als die Avengers durch die Zeit reisen und Loki gerade eigentlich abgeführt wird mit dem wegen dem Tesseract, wo er festgenommen wird. Ich glaube, das ist im ersten Avengers oder sowas, wo das passiert. Und das ist auch die Szene dann aus dem Film, aus Endgame. Ist es Endgame oder ist es davor? Endgame. Müsste Endgame sein. Ja, ist Endgame. Wo er sich da quasi rauszieht aus dem Ganzen und dann verschwindet. Und da steigt die Serie dann ein. Das heißt, ganz arg vieles ist da jetzt noch offen und Loki landet irgendwo in der Wüste und kurz nachdem er da angekommen ist, öffnet sich eine Türe und es kommen so ein paar Soldaten raus und labern ihn voll von wegen, ja hier, er hat da irgendwie gegen irgendwelche Regeln verstoßen und blablabla
zack, hat er irgendwie ein Halsband an und plötzlich können die ihn steuern von der Zeit her. Die können ihn immer wieder ein Stück zurücksetzen, so ein paar Sekunden. das klingt jetzt erstmal so, what? Und dann wird Loki nämlich in diesen Bereich gebracht von der Firma, dessen Namen mir gerade nicht mehr einfällt. Ich glaube echt, ich hänge. Stark Industries? Nein. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht gesehen. Nein. Wie heißen die denn? Ist das wichtig? TVA. TVA ist wichtig. Die TVA ist extrem wichtig. Genau, die TVA. Und wird dann da quasi wird da quasi einem Richter vorgeführt, der dann entscheiden soll, wie es weitergeht. Und er denkt halt immer noch, ja, okay, was ist das hier bitte für ein Zirkus? Und ich komme hier bestimmt mit meinen Gottkräften raus. Nur sind die inaktiv. Also er ist eigentlich ein absolutes Niemand in diesem Ding. Und dann trifft er auf Owen Wilson, auf Mobius und Mobius. also Owen Wilson möchte mit ihm sich noch unterhalten, weil er der Überzeugung ist, okay, ich brauche Unterstützung bei irgendwas und vielleicht könnte Loki uns helfen beim Kampf gegen einen Gegner, der darf auch echt hier nicht so. Nicht zu viel sagen, das ist so gemein. Ja, der halt auch so. Durch die Zeit hüpft und so. Und ja, wie es halt so ist, Loki ist ja, wäre nicht Loki, wenn er nicht aus dieser misslichen Lage erstmal rauskommen würde. Und was dann ziemlich extrem ist, Loki bekommt die Möglichkeit, auch in die Zukunft zu sehen. Und mehr verrate ich jetzt mal noch nicht. Auf jeden Fall ist die erste Folge wirklich komplett schräg. Es ist fürchterlich abgefahren und so genial. Also Tom Hiddleston ist einfach so eine verdammt mega coole Socke, kann ich nicht anders sagen. Owen Wilson in der Rolle als ernstzunehmendes Gegenstück da zu sehen mit weißen kürzeren Haaren und einem Schnauzer. Echt herrlich und die harmonieren unfassbar gut. Und so stelle ich mir übrigens Schauspielerei dann teilweise auch vor, das mal von vorne nochmal aufzugreifen. Die erste Folge lässt einen zurück mit was? Anders kann ich es fast nicht sagen. Und du möchtest sofort mehr sehen. Also es kommt jeden Mittwoch jetzt eine neue Folge und du möchtest sofort mehr sehen. Ja, und? Und es öffnet halt auch wieder diese Tür zu Doctor Strange. Schon in der ersten Folge. Und zwar ganz, ganz, ganz gewaltig. Ja. Das ist so gut. Wir dürfen halt, wirklich? Also wenn du die erste Folge guckst, dann verstehst du auch den Trailer, den es vorher gab, der ja auch einen so mit What zurückgelassen hat. Und wir dürfen natürlich jetzt nicht so viel sagen, weil wir fast nicht verraten, weil wir den anderen den Spaß nicht nehmen wollen in dieser ersten Folge und zu verstehen, um was es eigentlich in dieser Serie geht. Und das ist unfassbar gut gemacht. Ihr müsst die angucken. Also ich fand WandaVision der Hammer. Ich fand Captain und Winter Soldier hier und Captain America bzw. Falcon fand ich richtig gut. Und jetzt ist es unglaublich, aber Marvel setzt mit Loki einen drauf. Das ist unglaublich. Das ist besser als Stargirl. weitaus besser als Stargirl. Okay. Und das sage ich nach einer einzigen Folge. Aber Stargirl ist echt gut. Nein, es ist nicht. Ich hatte Spaß. Ich gucke es auf jeden Fall noch. Ich muss bloß oben unbedingt in Ruhe gucken. Unbedingt. Und im Marvel-Universum ist der Mittwoch jetzt der neue Freitag. Endlich Mittwochs, keine Freitagsfolgen mehr. Yay. Ich habe ja gestern Nachmittag hatte ich das Schweizer Fernsehen laufen, SRF, weil da das Spiel übertragen wurde, weil im ZDF, ARD lief ja das Nachmittagsspiel nicht. Und da kam mittendrin, in der Halbzeitpause kam Werbung für Disney Plus in der Schweiz für Loki. Genau. Cool. Auch so mit den vollmundigen Ankündigungen, im schönen Schweizerdeutsch dann so zwischendrin. Aber die Synchronisation, die war schon auf Deutsch. Ja. Und da habe ich gedacht, ach scheiße, ja, stimmt, das war ja auch noch, das wolltest du ja eigentlich gucken. Ja, das ging irgendwie an mir vorbei, dass es jetzt schon gestartet ist und dann von gestern bis heute wollte ich es dann nicht mal zwischendurch schauen, sondern schön am großen Fernseher.
Nee, wirklich Riesenempfehlung, unbedingt reinschauen. Mhm. Weil nochmal wirklich so ein ganz anderer Blickwinkel teilweise auch drauf. Und einfach ganz, ganz stark. Ganz, ganz stark. Auf jeden Fall. Ja. Da kommt jede Woche jetzt eine Folge, ne? Mittwochs immer, ja, sagt er. Leider. Okay. Also können wir ja dann auch. Sechs Folgen oder sowas sind es. Ja, es sind nur sechs Folgen. Also ich hole jetzt auf jeden Fall ja natürlich jetzt das nach und gucke dann nächste Woche gleich die neue und dann können wir ja auch in der nächsten Ausgabe dann wieder alle im Spoiler-Talk gleich mal drüber reden. Unbefangen. Ja. Ja. Sehr gut. Schöne Empfehlung, Loki. Und ich habe noch was jetzt geschaut, das hat die Kate letzte Woche schon ausführlich vorgestellt, nämlich Mare of Easttown. Aber du hast ja letzte Woche ja noch gar nicht alle Folgen gesehen gehabt. Genau, ich hatte die letzte noch nicht gesehen. Dadurch festgestellt. Und ja. Vielleicht hauen wir hier mal einen kleinen Spoiler-Talk rein, oder? Ja, sicher, besser sicher. Ist es. Ja. Achtung, Spoilerwarnung. So, Spoilerwarnung für Mare of Easttown. Was natürlich eine absolut empfehlenswerte Serie ist, muss ich sagen. Ich habe ja beim letzten Mal überhaupt noch nicht angefangen gehabt und es sah für mich auch eher tröge aus, so vom ersten Eindruck her. Und das ist, ich habe es mittlerweile auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe von Fortsetzung folgt, nachdem die Annemarie hatte geschrieben, übrigens hier die Mare of Easttown ist echt gut und so, guck da mal rein. Da habe ich auch gleich geschrieben, so ja, ich bin schon bei der vorletzten Folge, da gab es die letzte noch nicht. Und dann wollten die anderen noch wissen, was sie da erwarten können. Und da habe ich gesagt, ja, die Serie, die wird echt gut, ist aber wirklich ein absoluter Slowburner. Also die fängt dermaßen langsam an. Und das ist wirklich am Anfang, da sind so viele Ausschaltimpulse, wo du denkst, ach nee, komm ey, jetzt. Fandest du? Ja, das zieht sich so. Und das ist so, nee, so eine düstere Stimmung. Und irgendwie, das ist alles ein riesen Patchwork. Und da ist irgendwie, da musst du erstmal dahinter steigen, wer da mit wem und wer ist der Sohn von wem und wer hat mal mit wem was gehabt und oh, ich habe gedacht, ey Leute, was soll das hier? Aber das nimmt einen dann irgendwann gefangen, weil irgendwann hat man es so halbwegs kapiert und die letzten Folgen sind echt überragend, das hätte ich nie gedacht. Es war ja schon so, du kannst mir jetzt wahrscheinlich beipflichten, die sechste Folge war schon so, dass du dachtest, ah, okay, jetzt ist die Serie zu Ende. Was soll ganz da jetzt genau noch, nee, was soll da jetzt eigentlich noch kommen? Das hast du gedacht, ne? Also nicht nur, dass die Serie zu Ende ist, du dachtest, du weißt, was passiert ist. Du hast gedacht, der Fall ist eigentlich zu Ende, weil der ist gelöst. Der ist gelöst. In deinen Augen ist der abgeschlossen, ja? Das ist auch stimmig irgendwie, das passt. Ja. Du denkst, okay, ja. Den habe ich sowieso in Verdacht gehabt, hast du gedacht, weißt du so. Und ja, das hatte ich nicht. Und dann kommt die letzte Folge, die ja jetzt nun am Freitag kam. Und die fängt so an wie so eine schöne, ich sag mal so eine Wrap-Up-Folge, wo du sagst, okay, hier werden alle offenen Storylines nochmal ein bisschen aufgedröselt, nochmal für jeden so ein schönes Ende gefunden. Und damit einmal, bam, wo du denkst, what? Und okay. Dann kommt der Anruf. Und dann so in so einem Nebensatz so, und dann irgendwie ganz komisch und dann ist alles ja ganz anders und dann kriegt die letzte Folge mit einmal so eine Riesenfahrt da. Oh, das fand ich absoluten Wahnsinn und ich fand auch die Kate Winslet hat das so super gespielt. Also, boah, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich, also auch wenn man das, ich hoffe eigentlich nicht, dass sie da noch eine Staffel dranhängen, obwohl es natürlich durch den großen Erfolg wird da bestimmt noch irgendwie ein neuer Fall kommen. Aber ich finde, das steht eigentlich, diese sieben Folgen, die stehen eigentlich so für sich, dass du sagst, das ist einfach so ein großartiges Gesamtwerk. Das kann man einfach so stehen lassen und als Miniserie und da nichts weiter anfassen. Mhm. Weil ich glaube, das, also da musst du so einen draufsetzen. Und wenn du jetzt da noch eine Staffel drauflegst, dann erwarten die Leute ja genau wieder so What-the-fuck-Momente wie bei Shyamalan oder so in den Filmen. Mhm. Und dann werden, glaube ich, die Erwartungen zu hoch sein, um, ja, ich weiß nicht, ich würde es schwierig finden, wenn da noch was kommt. Ich finde es so großartig. Was ich halt, also gerade bei Kate Winslet so erstaunlich über die Serie ist, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die hat ja mit einem echt krassen Fall zu tun und der sie ja auch persönlich betrifft, weil sie die Menschen im Umfeld kennt, persönlich kennt. Aber sie selber macht ja eine extrem schwere Zeit durch, nachdem ihr Sohn sich das Leben genommen hat. Und du siehst halt über die Folgen hinweg immer mehr, wie sie innerlich heilt. Mhm.
Das fängt an, dass du am Anfang denkst, ach du Scheiße, was ist das denn für eine abgefuckte Polizistin? Wie läuft die denn rum? Kann die sich mal kämmen? Die sah so richtig fertig aus. Und über die Folgen hinweg, dass er dann eben auch zur Therapie verpflichtet wird, dann lernt sie einen Mann kennen, sie... Guy Pearce. Heilt. Hey, ich mag Guy Pearce total. Trotzdem, ja. Und sie heilt halt trotz all dem Schrecklichen, was ihr, also und momentan in ihrem Umfeld und ihren Freunden passiert. Und auch das, was mir auch gefallen hat, ist dieser, dass sie nicht mal drüber nachgedacht hat, das Geheimnis mit zu hüten, ihrer Freundin zu willen. Ja, sie ist halt wirklich absolut authentisch. Sie ist Polizistin. Sie ist ein Detective und sie zieht das durch, egal. Und sie ist halt da in dieser Kleinstadt, ist sie nun mal mit jedem irgendwie befreundet, mit jedem hat sie eine gemeinsame Geschichte. Ja. Und wenn da was passiert, dann hängen halt auch Freunde, Bekannte, Verwandte irgendwie da mit drin, ne? Mhm. Das ist halt so, ne? Und ich fand das so authentisch, dass sie das dann so durchgezogen hat. Und ich meine, man sieht es ja dann auch, irgendwann haben ja die Leute dann auch, das Zeit heilt dann doch ein bisschen die Wunden, nach einer gewissen Zeit geht's wieder und aber ja, auch was sie so durchzumachen hat und wie gesagt, das war mir am Anfang alles so schwer, ne, so in den ersten Folgen, ich habe mich da wirklich ein bisschen schwer getan, dass diese Düsternis, die da in der Serie ist, ne, diese ganzen Probleme, die da aufgehalst wurden, die Storystränge, wer da mit wem und dass ihr Ex-Mann lebt nebenan und der hat die Frau und mit dem Kind und das und das war ja fast mehr zu merken als bei Game of Thrones, ey. Wer da mit wem, welche Family. man merkt dann, irgendwann hört's auf, dann sagen die, okay, lieber Zuschauer, wir überfordern dich jetzt ein bisschen, ne? Du musst jetzt erstmal lernen, pass auf und dann lernst du das und dann weißt du, okay, das ist der und das ist die und die mit dem und so. Ich fand es aber gerade gut. Mir hat es gerade gefallen, dass du in diese Situation und in dieses Leben von Mare so reingeworfen wirst, ohne große Erklärungen, wer jetzt wer ist, weil das hätt's künstlich gemacht. So hat's das authentisch und real gemacht, dafür, dass es eine fiktive Serie ist. Du hattest plötzlich, du musstest dann, okay, du musstest einfach erstmal, das ist wie wenn jetzt einfach ein neuer Nachbar ins Haus zieht und auch von irgendwelchen Menschen im Umfeld, im Haus konfrontiert wird, der muss ja auch erstmal gucken, wer ist wer. Und wir sind quasi wie neue Nachbarn in dieser Serie gewesen. Ja, wir wurden in diese Geschichte reingeworfen, ohne große Erklärungen. Und das genau hat mir gefallen. Ja, wobei es auch nicht nur die Hauptdarstellerin ist, sondern auch eigentlich durch die Bank weg alle Nebencharaktere. Auch wenn einem manche Nebencharaktere erstmal irgendwie unsympathisch sind, wo du denkst, boah, was ist das für ein Typ und so, oder was ist das für eine Frau. Aber die haben halt alle so ihre Rolle in dieser Community und da passt eigentlich jeder, also was weiß ich, ihre Tochter oder ihre Mutter, die dann mit wohnt und so, die ist auch cool drauf und so. Und dann irgendwelche das teilweise witzige Begebenheiten dann hier wie bei der Beerdigung, wo dann diese Enthüllung ist und so. Oh Gott, ja. Das sind manchmal so Sachen drin, wo du denkst, boah. Also ich fand die Serie echt gut. Wenn ich einen kleinen Kritikpunkt hätte an der Serie, wäre, dass die eigentliche Auflösung eher wirklich nur absolut random, total zufällig. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wäre es immer noch jetzt falsch. Aber das ist gut, das ist halt so. Manchmal ist es halt so, ne? Aber das war ja beabsichtigt von dem Täter, dass es nicht rauskommt und dass es dann durch Zufall rauskommt. Ja. Das war ja der Clou an der ganzen Sache und das fand ich so toll. Also tolle Serie, wirklich. Ja. Also, man muss halt wirklich am Anfang da sich erstmal ein bisschen, ich fand das auch, jetzt fällt mir noch mehr ein, was ich da so schwer fand, auch mit diesem Kind, weißt du, dass da die OP brauchen und das war ja in der ersten Folge wurde das ja thematisiert, dass das Mädchen da diesen komischen Typen hat, der sich nicht ums Kind kümmert und der hängt da mit der anderen, mit der total furchtbaren Freundin rum, die disst und so. Oh, das fand ich alles so schwer, diese Thematiken, wo dann das Kind da mit drin ist, was eigentlich eine OP braucht, wo sich keiner kümmert, weil keiner Geld hat und so. Boah, das fand ich echt schwer. Aber es hat sich so gut entwickelt, die Serie, und ich kann sie echt nur jedem empfehlen. Wir nehmen jetzt am Dienstag am Mittwoch, weil am Dienstag ist Deutschland gegen Frankreich. Wir nehmen am Mittwoch Fortsetzung folgt auf und werde ich das auch nochmal wärmstens empfehlen, natürlich spoilerfrei. Apropos, wir können aus dem Spoiler rausgehen. Ja. Achtung, Spoiler.
So, jetzt kann ich nochmal sagen, also ich empfehle Mare of Easttown auch absolut wärmstens, von mir irgendwie über 9 Punkte. Also der hat mir so gut gefallen. Dann, ja, locker. Absolut sehenswerte Serie. Merkt euch die vor, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn ihr da irgendwo mal die Serie erwischt, momentan auf Sky, weil das eine HBO ist, noch hat ja Sky, aber das wird ja dann in nicht allzu langer Zeit dann irgendwo ganz in einem Streaming-Service in einem anderen irgendwo laufen. Merkt euch diese Serie vor. Ich bin mir sicher, wir sehen die auch bei den Globes irgendwie wieder oder bei den Emmys. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Definitiv, ja. Oh, der Chris hat noch eine Serie. Was ist das? Big Shot. Lass mich raten, Eishockey. Nein. 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 Nein, es gibt ja die Mighty Ducks Game Changer, wo ich auch durch bin, wo man gerne auch nochmal besprochen kann, wenn es Kate auch mal zu Ende gesehen hat. Ja, habe ich mal bei mir so gedacht, nachdem ich ja jetzt meinen Family Guy Rerun auch mal wieder beendet habe und ganz viel Family Guy zuletzt geschaut habe. Ich liebe Family Guy. Großartig, einfach. Ja. Es ist so großartig. Was ist das für wen ist diese Serie? Ach, hauptsächlich für Leute, die in den 80er geboren sind und jetzt immer noch denken, sie sind cool und jung. Und du hockst halt da so, nee. Also, ja, mega cool. Ich kann ja sagen, es ist auch für welche, die in den 70ern geboren sind. Ja. Also, es ist einfach mega. Also, Family Guy mega. Vor allem, das dürfen wir jetzt nicht mehr wissen. Wir können jetzt zu Disney. Also, gerade die letzte Staffel, die letzte aktuelle Staffel ist, also, was die da auch gegen Disney und so schießen, teilweise, ist einfach nur herrlich. Und nein, das können wir nicht machen. Wir gehören Disney. Hätten wir das machen können, jetzt nicht mehr. Nein, ich habe mir schon umgeschaut, wie und was und überhaupt und habe gedacht, okay, ich brauche jetzt für den Prüfungszeitraum, den ich gerade wieder hier habe, ein bisschen was, etwas Seichteres und habe dann gedacht, okay, gebe ich doch mal, I give Big Shot a shot. Ich sehe schon, holt euch ab. Nein, Big Shot, eine Serie, eine Comedy-Drama-Sports-Series auf Disney Plus mit dem großartigen John Stamos in der Hauptrolle. John Stamos kennen wir woher? Yay! Full House! Ja, und zwar als Onkel Jesse, ne? Jesse, ja. Katsopoulos, genau. In Big Shot spielt John Stamos den Basketballcoach Marvin Korn. Und Marvin Korn ist ein sehr erfolgreicher College-Basketball-Coach bis zu einem Tag, an dem er einen ziemlichen Ausraster kriegt beim Spiel und mit einem Stuhl nach einem Schiedsrichter wirft und den dummerweise Ouch. Auch trifft. Ouch. Sowas ist natürlich quasi auch das Ende einer Karriere, kann man so beschreiben. Und damit halt nicht alles so, weil ihn im College-Basketball jetzt keiner mehr haben will, aber natürlich weiterhin sein Basketball-Coaching machen möchte, sucht er natürlich nach Alternativen und er findet tatsächlich auch diese Alternativen. Und zwar in einer Highschool, die komplett eine Mädchenschule ist. Also eine, wie heißt es im Englischen so schön, Elite All Girls Private High School. Das heißt, der knallharte Coach trifft jetzt auf pubertierende Weiber? So in etwa, ja. Die ganz andere Probleme mit sich bringen und natürlich auch haben. Und das Team ist jetzt auch nicht so erfolgreich. Und natürlich die restliche Lehrerschaft guckt auch eher so, aha, was ist das denn jetzt bitte für einer? Und ah ja, mal gucken, wann er wieder austickt. Mal gucken, wie lange er überhaupt da ist und solche Sachen. Und das ist eigentlich alles ganz arg nett. Also das Setting an sich ist echt super nett. Und das Schöne an dem Ganzen ist, die Figuren da drin, es spielt sich hauptsächlich also um Coach Korn und seine Tochter Emma, die dann zu ihm kommt. Er lebt mit seiner Frau auch in Scheidung und die ist gerade in Italien und dann eigentlich wohnen die in Wisconsin, aber er darf sie dann doch zuholen, also die sind dann in Kalifornien. Und mit der Schulleiterin, mit dem Schulpsychologen, zu dem er muss und alles. Es ist echt nett aufgezogen und was ganz toll ist, die Serie besteht von den Charakteren, die hauptsächlich dann die Starting Five halt von seinem Basketballteam sind. Klar ist das Team größer, aber es dreht sich halt um die Starting Five hauptsächlich. Und dabei schafft es die Serie nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, sondern von jedem Charakter so ein bisschen an der Oberfläche anzukratzen und dann weißt du aber auch, okay, in diese Richtung geht das und okay, das und das macht die Figur jetzt gerade durch. Und das finde ich mega charmant eigentlich, weil wie gesagt, es ist jetzt nicht so der Ober-Teenie-Quatsch. Also ich denke schon, dass es so in Richtung Teenager-Serie geht, die das sehr gerne angucken können.
Aber trotzdem fühle ich mich da ganz wohl bei dem, wenn ich das anschaue, weil du eben siehst, wie der Coach Korn seine Einstellung zu allem ändert, wie er dann auch merkt, worauf es bei der Erziehung von seiner eigenen Tochter ankommt und wie es halt ist, eine 16-jährige Tochter zu haben. Und bei den Mädels merkst du halt auch, dass dieses Umdenken stattfindet von, ja, wir sind ja auf einer Elite-Schule und ja, oh, ja, ist doch alles egal, Hauptsache ich habe mein Handy und bliblablub. Wie das sich umändert mit, okay, jetzt haben wir mal ein konkretes Ziel und wie einfach in dem Fall der Sport, der Basketball einfach auch den Mädels so eine Richtung geben kann und einen Halt geben kann und auch dadurch dann Gruppendynamik entstehen kann und alles. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön dargestellt, auch wenn es da manchmal schauspielerisch vielleicht auch ein bisschen hölzer noch rumkommt. Da kann man halt sagen, okay, es sind halt teilweise auch noch Kids in dem Fall. Macht auf jeden Fall echt Laune. Ich hätte es nicht gedacht, es gibt 10 Folgen. Die 10. kommt wohl nächste Woche irgendwann. Ich dachte nämlich, dass es jetzt schon rum ist. Hab voller Spannung die 9. Folge geschaut und habe gedacht, oh Gott, wie wollen die das alles zu Ende bringen? Man bleibt tatsächlich dran, wenn man es mal angefangen hat. Also man muss jetzt keine Wunderdinge erwarten. Es ist jetzt nicht die absolute High-End-Serie, wo ich sage, oh mein Gott, wenn man die nicht gesehen hat, ist man ja sowas von überhaupt nicht mehr tragfähig für diesen Podcast oder irgendwas. Sondern es ist was, wo man sagen kann, okay, gucken das an. Es ist jetzt nicht das absolute Teenie-Klump, sondern es ist eine ganz arg nette Geschichte, die erzählt wird. Und man fühlt tatsächlich auch mit Coach Korn ein Stück weit mit, also zumindest ich. Und das gefällt mir da eigentlich relativ gut. Also ich kann es echt jedermann empfehlen, da reinzugucken, auch mal dann nicht nur eine Folge zu sehen, wie dieses typische mit ja, naja, nee, sondern gerne mal 2, 3 und dann wird man auch schon merken, okay, jetzt ist man bei der aktuellen Folge, wird man dann doch wissen, wie es weitergeht. Deswegen von mir auf jeden Fall keine Mega-Empfehlung, aber auf jeden Fall die Empfehlung mal Big Shot. Big Shot is worth a shot. Sagen wir es doch so. Also wäre das auch was für mich? Ja, auf jeden. Ja. Na dann, guck mal rein. Creator übrigens David I. Kelly. Also das David E. Kelly. Das sagt mir was. Ja, der hat unter anderem Ally McBeal gemacht. Ja, genau, da. Ich muss sagen, ich kenne den. Ich habe den Namen oft gelesen. Ich habe für Ally McBeal Ja. Also, und Big Little Lies war er mit produziert. Boston Legal. Der hat doch letztens eine neue Serie, die ich auch besprochen hatte. Wer war da? Warte mal. Ich guck mal. Chicago Hope hat er die Finger drin gehabt. Nee, warte mal. Wie hieß denn die eine Serie, die wir letztens besprochen hatten, bei Fortsetzung folgt, aber auch dabei. Was ist denn bei seinen neuesten? Warte mal, David E. Kelly. Goliath, Big Shot, Big Sky, The Undoing, Mr. Mercedes. Lass mal kurz Big gucken. Big Little Lies. Big Little Lies ist toll. War das Big Sky? Nee. Big Shot? Oh, da sind alle Big Sky, Big Shot. Es sieht keiner mehr durch. Ja, Big Sky war es. Die Erklärung für unsere Hörer, der Erik schaut so viele Sachen. Nee, Big Sky war es. Und zwar, das ist diese seltsame Serie, die so irgendwo auch in irgendwelchen Wäldern spielt und wo irgendwelche Mädchen entführt werden und irgendwie ist ganz kurios. Also, okay, da hast du doch auch mal reingeguckt, oder? Bei Big Sky. Big Sky sagt mir gar nichts. Das ging doch ganz schön rum, die Serie. Ah, nee, da habe ich tatsächlich nie reingeguckt. Ja, ist vielleicht auch besser. Da. Und da war nämlich der eine Schauspieler dabei, den man kennt aus, wie ist der? Ach Gott, oh Gott. Muss ich mal hier runterscrollen hier aus der Liste. Ryan Phillippe? Ja, genau. Den aus Cruel Intentions hier. Der ist auch auf dem Plakat vorne drauf. Ja. Achtung, Spoiler, der stirbt relativ früh, ist aber sehr lange dabei, weil das da kommen sehr viele Rückblenden. Das war mir irgendwie klar. Nee, die Serie, also ich fand sie scheiße. Also wirklich, das ist so ein dämliches Zeug da. Also, aber sie ist echt erfolgreich, die Serie. Also da hat doch auch die eine aus Vikings mitgespielt. Die Mädels, die werden alle entführt. Catherine oder so heißt die. Agieren dann alle so total dämlich. Ja, die haben zig Möglichkeiten zu fliehen und da ist auch nur ein Entführer, der sich dämlich anstellt, der die dann bewacht. Und ach, das ist alles ganz furchtbar. Furchtbar. Ja, Big Sky. Ich glaube, war das auf Apple oder auf Disney? Auf einen von den beiden war das. Und wir hatten das besprochen auch bei Fortsetzung folgt. Kann der geneigte Hörer gerne mal reinhören. Dann sind wir schon durch mit den Serien für heute.
Dann hab ich noch ganz kurz was bei Games. Games. Ich habe mir ein neues Game mal geleistet. Sniper Ghost Warrior Contracts 2. So ein langer Titel. Das ist fast wie Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars. So ungefähr, ja. Also da kann man schön als Sniper spielen. Es gibt ja eine ganze Sniper-Serie, da Sniper Ghost Recon und sonst was alles. Und da muss man hier als Sniper, muss so Aufträge erfüllen, irgendwelche Bösewichte ausschalten und so. Ich finde das echt nett. Hab da so ein paar Spielstunden bis jetzt und hatte das bei irgendwo im Livestream gesehen. Und fand das echt cool und habe mir das mal geholt und bin da gerade dabei, das zu spielen. Weiterhin möchte auch wenn ich dann, kurz was raushauen darf, ja. Wenn du da gehst. Im Epic Store gibt es gerade Control geschenkt. Control. Ja, stimmt. Also auf jeden Fall sich das mal runterladen, auch wenn man jetzt gerade noch keine Zeit hat, aber auf jeden Fall draufklicken und das Ding spielen ziehen, weil wirklich cooles Spiel. Definitiv, sehr ja. Cool. Gibt es das seit letzter Woche, also es wird nicht mehr lange drin sein, also handelt schnell. Epic gibt es ja immer mal kostenlose Spiele. Das ist ja denen ihre Werbeaktion. Die sparen sich dann halt irgendwelche anderen Bannerwerbung und machen immer mal lieber irgendwelche Top-Spiele gratis für eine gewisse Zeit. momentan ist ja die E3 oder findet jetzt demnächst statt oder läuft gerade oder sowas. Weiß man nicht so genau wegen digital und so. Es gibt diverse Ankündigungen von Firmen, die ihre neuen Spiele vorstellen. Diese Keynotes, diese Show-Events, die dann alle eigentlich digital stattfinden aktuell. Und für die, die es interessiert, ich habe auf meiner Gaming-Webseite fiberx.net mal so eine Terminübersicht erstellt, wo ihr dann sehen könnt, also heute zum Beispiel gestern Abend habe ich Ubisoft geschaut von 21 bis 22 Uhr. Das war ganz lustig, da kommt ein neues Mario Rabbids hier. Da gab es ja dieses Kingdom Castle für die Switch und da gibt es ein neues demnächst. Das sah auch ziemlich cool aus. War ein ziemlicher Erfolg und natürlich haben sie ihre üblichen Rainbow Six Geschichten und Far Cry 6 und sowas vorgestellt. Ja, Far Cry 6 wird glaube ich, richtig fett. Ja. Heute Abend ist was, da wäre ich nicht ganz, schauen können, weil ich da noch nicht rechtzeitig wieder zu Hause bin, aber Chris, vielleicht für dich, 19 bis 20 Uhr ist der Xbox und Podesta Games Showcase. Das könnte interessant werden. Und ich werde es auf jeden Fall dann nachschauen. Und direkt danach, von 21 Uhr bis 22 Uhr, ist der Square Enix Showcase. Und ja, wir werden am Dienstag wieder einen Livestream machen. Also auf jeden Fall der Jeff und ich. Wir haben ja auch den Summer Games Event begleitet, wo die ersten, quasi die Keynote zu der E3, wo da die neuen Spiele schon mal ein bisschen vorgestellt wurden. Und da haben wir schon auf Twitch live gestreamt und da waren noch einige zugegen und da kam auch hier die Hanna von gamefeature.de, unsere befreundeten Webseite, die uns auch mit verlinken als Kinopodcast. Vielen Dank dafür. Und die war mit dabei und hat da gleich auch ein bisschen Fachkompetenz reingebracht. Und wir werden am kommenden Dienstag um 18 Uhr findet die Nintendo-Präsentation statt. Die werden wir auch covern von 18 bis 19 Uhr und werden da uns die neuen Sachen anschauen im Livestream und werden da auf Discord drüber quatschen. Wer möchte, kann sich mit reinschalten auf Discord. Ich habe gehört, dass du dich als Luigi verkleiden wirst und das da... Luigi, ich muss mal gucken, eine Mario-Mütze habe ich, eine Mario-Mütze kann ich aufsetzen, eine Luigi-Mütze habe ich nicht. genau. Also das auf jeden Fall, mal gucken, was da noch so kommt, was wir so covern können, zeitlich auf Twitch, aber ist auf jeden Fall sehr interessant. Gamescom ist ja noch eine Weile hin, da wird es auch einige Digitalsachen geben und wer sich für Games interessiert, wie gesagt, ich werde es mal mit verlinken, meinen Terminplan für die E3-Präsentation. Dadurch, dass die in den USA meistens dann früh morgens stattfinden, ist es bei uns eigentlich zu einer normalen Abendszeit. Da kann man gut reinschalten. Okay, ich werde dann vielleicht immer mal wieder berichten, wie weit ich bin bei meinem Sniper-Spiel. Vielleicht habe ich es auch schon wutentbrannt weggelegt und deinstalliert, kann auch sein. Aber es macht echt Spaß. Das sind dann diese, Chris, du kennst ja bestimmt diese Killcams, wenn man dann so einen Sniper-Shot macht, wenn dann so quasi wie so Bullet-Time, wenn das so einfriert und man sieht die Kugel dann fliegen und so, das ist schon echt nice. Okay, dann sind wir schon beim Rätsel. Rätselecke. Heute gibt es mal wieder ein Oldschool-Rätsel, also keine Ja-Nein-Fragen, keine richtig-falsch-Fragen, sondern ein was, wo ihr euch durch Antworten rantasten müsst, wo
ihr mir Fragen stellen könnt, die ich mit Ja oder Nein beantworten kann. Und wir haben das mit Harry Potter zu tun? Nein, mit Zurück in die Zukunft. Aber es geht gleich los. Ich merke schon, du bist schon sehr aufgeregt. Oh, da bin ich raus. Chris weiß das doch eh alles. Wieso? Das weiß der nicht. Welchen besonderen Scherz hat sich die Filmcrew denn mit Michael J. Fox erlaubt? Möchte ich von euch wissen. Den man im Film sehen kann, wenn man es weiß. Füge ich selbst hinzu. Hat es was mit der Zeitmaschine zu tun? Der Film heißt Zurück in die Zukunft und geht mehr oder weniger um eine Zeitmaschine. Es hat alles mit einer Zeitmaschine. Ja, aber hat der Scherz... Ach so, der Scherz, ja, nein. Ja, der Scherz, was... Ach, du bist ja ein Held. Nee, der Scherz nicht. Na, indirekt schon, okay. Weil er natürlich durch die Zeit reist und da vielleicht irgendwas gewesen ist. Aber war jetzt nicht irgendwas, dass die irgendwie Pac-Man gespielt hat, die Zeitmaschine oder so. Okay, schade. Ich überlege gerade, weil ich habe da ein paar Sachen tatsächlich zu im Kopf. Ich sage euch gleich, wenn ihr dann die Lösung erratet oder so, ihr könnt das nicht mehr ungesehen machen. Hat das was mit dem... Dann hat es wahrscheinlich was mit den Schuhen von Marty zu tun. Nee, mit den Schuhen hat es nichts zu tun. Oh. Hat es was mit der Story des Films zu tun? Na, inwiefern meinst du das? Ja, hat man ihm gesagt, dass hat man ihm nur bestimmte Teile des Films nicht verraten, zum Beispiel. Und deswegen hat er sich in einer Szene komisch verhalten. Nee, darauf muss ich Nein geben. Hat es was mit dem Gitarrespielen zu tun? Nein. Aber also rein zeitlich gesehen, kleine Hilfe, liegt das so in dieser Nähe dieser Szene da mit dem Gitarrespielen. Das hat aber, ja. Also filmzeitlich gesehen. Also jetzt nicht am Anfang mit den... Mit den, was war das, mit den Libyern oder so, sondern ist schon gegen Ende des Films. Keine Ahnung. Wenn ihr Hilfe braucht, dann sagt einfach. Ja, sag mal, gib mal eine Hilfe, ich blick's nicht. Ich kenn die Filme, aber ich weiß es nicht, wie man sich da einen Scherz erlauben kann mit ihm. Es ist was bei einer Szene, die er mit seiner Mutter hat. Ah. Oh, okay. Jetzt hast du noch eine Chance, weil ich glaube, der Chris errät's gleich. Man hat ihm nicht gesagt, dass die Nein, die Filme werden ja nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht, wie der Film dann ist. Vielleicht gab es die Szene und man hat ihm nicht gesagt, dass diese Dame eigentlich gerade seine Mutter spielt. Du hast doch vorhin schon storymäßige Wendungen ausgeschlossen. Ach so. Ja. Hm, okay. Kriegst jetzt auch ein Nein. Okay. Chris? Hat es was mit der Szene zu tun, wo sie ihn versucht zu küssen? Es hat was mit der Szene im Auto zu tun, ja. Aber nicht mit dem Kuss. Ich helfe mal ein bisschen. Wir tasten uns langsam ran. Szene im Auto. Ich hab mit seiner Mutter. Die Szene im Auto halt nicht wirklich nicht mehr so richtig im Blick. Ich habe die nicht vor Augen, deswegen ist es schwierig. Ich könnte sie, glaube ich, komplett nachsprechen. Und es ist eine aktive Handlung, von der wir reden, die man nicht übersehen kann, wenn man es weiß, hast du ja gesagt, ne? Ja, ja. Es geht um eine aktive Handlung, die in diesem Auto also passiert. Ich wiederhole nochmal die Frage. Die Filmcrew hat sich einen besonderen Scherz mit Michael J. Fox erlaubt. Okay. Also was ist das für ein Scherz? Das muss ja irgendwas sein, was lustig dann, ist. Ja, was man dann irgendwie bemerkt dann bei der Szene im Auto. Mit seiner Mutter. Und es ist tatsächlich im Film dann gelandet. Es ist im Film. Man kann es auch nicht mehr ungesehen machen, wenn man es einmal gesehen, wenn man einmal weiß, was da. Aber es ist auch mal aufgeschlossen. Ich weiß es nicht mehr. Chris, mach du mal noch. Vielleicht rekapitulieren wir mal die Szene. Er ist mit seiner Mutter im Auto. Die schmeißt sich an ihn ran. Nicht ganz. Passiert vorher noch was. Hat es irgendwas mit dem Autoradio zu tun? Nee,
Nee. Boah. Ich gebe mal noch, na, wenn ich jetzt einen Tipp gebe, dann... Dann weiß es der Chris, das ist okay. Sie ist ja... Noch einen Tipp, bitte. Ich versuche es mal ganz vage, obwohl das ist... Sie ist ja vielleicht doch ein etwas schüchterneres Mädchen. Die Mutter. Was? Nein? Ja, aber... Am Anfang wirkt sie etwas schüchtern. Und dann... Da geht sie ja geht voll ran. Auf ihn los dann. Also, genau. Ja, was macht sie da vorher noch, bevor sie auf ihn losgeht? Wo man dann schon denkt, oh, wo er auch sagt, oh. Sie zieht ja irgendwie ihre Jacke aus oder sowas und das Kleid da anhat und sowas. Ich glaube, wir kommen nicht drauf, oder? Nee. Ich stehe gerade echt auf dem Schlauch. Okay, dann muss ich mal auflösen. Dann bestimme ich, der Chris hat ist nächste Woche dran mit Rätsel. Ja, das ist okay. Hast du keine Stechfrage? Ich habe bestimmt Stechfragen. Aber ich löse erstmal auf. Also, es geht um den Schluck aus der Pulle, der genommen wird. Sie nimmt nämlich, holt plötzlich einen Flachmann raus, um sich Mut anzutrinken. Da war Alkohol drin, oder? Genau, und da war, also sie nimmt ja erst einen Schluck und dann nimmt er einen Schluck und er wusste gar nicht. Es wurde eigentlich gesagt, dass da Apfelsaft drin ist, aber in Wirklichkeit war da ganz harter Schnaps drin. Und wo er das trinkt, so, dann merkt er gleich, oh Scheiße, weil er hat einen riesen Zug genommen. Und wenn man das einmal weiß, dass sie sich da mit ihm den Scherz erlaubt haben, wenn man da seine Reaktion auf die Achtung, oh, okay, und dann muss er erstmal kurz atmen, weil das irgendwie doch ein bisschen stark war. Und genau, das ist im Film noch so drin. Ja. Ja, ja, stimmt. Cool. Aber wusstet ihr, dass Bob Gale und Robert Zemeckis bis heute die Rechte an der Marke Back to the Future halten? Ja, hoffentlich bleibt das auch so. Und es wird, dass da keiner irgendwas macht. Solange die beiden leben, wird es kein Remake geben. Ja. Das ist auch gut find so. Ich gut, weil und wir, die Nachlassverwalter sind angewiesen, rechtlich und alles dagegen vorzugehen, dass es niemals ein Remake von Back to the Future geben wird. Das ist auch gut so. Ich meine, ich mag ja an sich so Zeitreisesachen ganz gerne. Die können ja schön quatschig sein und so. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Da gab es ja auch hier diverse Geschichten. Da lässt sich ja so viel einfallen. Man muss ja nicht diese wirklich schöne Filmtrilogie da irgendwie anfassen und irgendwie genau. Mit einem Remake kaputt machen, sondern man kann ja sich was Neues einfallen lassen. Kann ja in derselben Art sein. Oder wie jetzt Bill und Ted hier, verrückte Reise durch die Zeit oder so. So, wollt ihr eine Schätzfrage? Okay, wie viel Pringles-Chips sind in einer Standardpackung? 26. Ach komm. Nicht mehr. Klar sind da mehr drin. So okay. Ja, ich dachte, ich sage jetzt irgendeine Zahl. Dann 42. 26. Ich sag 65. Okay, ist 65 am nächsten dran. Es sind je nach Geschmacksrichtung, also im Durchschnitt, der Mathematiklehrer würde sagen, im Durchschnitt sind es 90. Aber je nach Geschmacksrichtung und was die Stärke der Dinge auslöst, gibt es ja diese Tortilla-Chips zwischen 87 und 95. Ha! Okay. Zwischen 87 und 95 ist 91. Aber das ist nein, unter allen Pringles. Kommuniziert auf der eigenen Webseite. Genau. Je nach Menge. Alles klar, dann ist Kate das nächste Mal dran. Ach so, ja, ich esse die ja immer zusammen. Nein. Ich esse ja immer zwei zusammen, deswegen. Ist ach so, klar. Deswegen. Ach, deswegen hast du dich erzählt. Aber ja, hast du gerade Chris ausgekoren, dass er mal rätseln darf wieder? Nein, hier, Schätzfrage, du hast gewonnen, du bist dran. Glückwunsch. Deswegen hat er sich extra so niedrig, damit er es nicht machen muss, damit er dich auskam. Ja, genau. Dann voll ertappt hier. Musiktipps. Musik. Aus der Spiel noch mal Ja-Ja Ding Dong. Spiel noch mal Ja-Ja Ding Dong. Ja. Ding Dong. Ding Dong. Irgendwann müssen wir hier noch GEMA zahlen. aus der aktuellen Folge, die richtig... Ach, apropos, bei dem Summer Game Fest war auch die junge Dame von Mythic Quest da, die ja auch hier Tiny Tina und hat Tiny Tinas Wonderlands vorgestellt, ein Spiel. Ich dachte erst, okay, jetzt kommt... Irgendwie Mythic Quest, irgendwie eine subtile Werbung, aber nein, da gibt es jetzt ein Spiel. Tiny Tina's Wonderland, so ein Borderlands-Shooter. So. Okay, und aus dieser aktuellen Folge von Mythic Quest, die ja noch nicht das Staffelfinale ist, da kommen ja noch ein paar, die aber auch wieder sehr, sehr gut war, von Donny Hathaway, Jealous Guy. Das ist so ein Remake von dem alten Jealous Guy-Song. Was habt ihr? Ah, ich muss jemand adressieren. Kate, bitte. Ich habe von Dan und Shay Tequila.
Okay. Nee, das ist Tequila. Nein, das ist ein anderer Song. Also abgesehen davon, dass ein Tequila ein Mega-Song ist, gibt es ja auch dieses Video mit dem Karaoke-Typen, ne? Ja, wo der die ganze Zeit nur dasteht und dann einmal nur Tequila sagt. Ja, ja, und dann nur Tequila sagt. Und es gibt auch eine Family Guy-Folge, die auch sehr, sehr geil ist. Mit, ja, ich hatte ja auch einen Erfolg, ich singe ja auch auf Russisch und dann kommt eben ach, auch genau. Wodka. Das hat sie mir doch mal auf WhatsApp geschickt oder ja. So. Wodka. Super. Okay, ich habe von Stand Atlantic featuring Nothing Nowhere a Death Wish. Okay, noch nie gehört. Das andere auch nicht, Dennis Shay, werde ich mir nachher beides mal anhören. Und packe ich mit auf die Kinocast-Songs-Playlist auf Spotify, die ihr sehr gerne abonnieren dürft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Und genau, da kriegt ihr jede Woche neue Songs auf eure Ohren. Und dann, was machen wir jetzt? Hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Schaut Fußball. Ja, oder? Schaut Filme, schaut Serien. Genießt das Wetter. Hört Musik, genießt das Wetter, jawohl. Hört Podcast draußen, laut über Lautsprecher, dass die ganze Nachbarschaft Bescheid wird. Ja. Bitte. Alles klar. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Macht's gut. Tschüssi. Bis bald im Kinocast.